Sehr schön. Und jetzt können wir anfangen, da ganz kurz unsere Dinger hinzusetzen. So ist richtig. Dann 1-2er Abstand. 1-2er Abstand. So. Und so. Dann ist das da dran. Das können wir jetzt noch ein paar Mal da oben hinsetzen. Ja, das war es eigentlich auch schon das Maximum. Perfekt. Und das hier war das mit dem Geradeausfahren, ne? Genau. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Strommasten gemacht habe, wenn ich ehrlich bin, aber wir machen das einfach erstmal ganz so. War das 5 davon entfernt? Ich weiß es gar nicht mehr. Lol. Ich hab das vergessen. Hey, sind 2 Wochen. Ja, Entschuldigung. Danke. 1, 2, 3, 4. Ja, okay. 1, 2, 3, 4. Optimal. Ui. Ah, die Fließbänder. Ja, ja, gut. Na ja, gut. Wen juckt das? Das ist ja mal Kollateralschaden vom Allerfeinsten. Das ist scheißegal. Wo das herkommt, haben wir noch ganz viel mehr. Das ist schon okay. So. Dann ganz kurz einmal sich um den Strom kümmern hier. Ne, der muss ja auch ordentlich durchrattern. Die können wir eigentlich gerade hier mitziehen dann, tatsächlich. So. So. Und so. Und so. Das wäre auch schon eigentlich optimal, oder? Auf der Karte sieht das Ganze dann so aus. Sehr fein. Sehr schön. Und dann können wir jetzt ganz kurz das Ding hier nutzen, weil jetzt brauchen wir nämlich immer nur die 2 Dinger nebeneinander setzen. Und auf geht's. Und da geht's schon los mit den ersten Hürden. Naja. Das ist gar kein Problem. Dafür sind wir ja hier. Wir unterstützen unsere Zugverbindung natürlich da, wo es geht. Und holzen einmal ganz kurz den ganzen Wald weg. Wie es sich für einen kleinen, planetenvernichtenden Kerl halt ist halt so üblich, ne? Das gehört zum Geschäft dazu. Hier und da mal ein paar Zivilisationen per Genozid auslöschen. Naja. Was man halt nicht so eben gerne am Sonntagabend macht. Oder in dem Fall sogar naja, Mittwochmorgens um 3 Uhr. Kleine Welt auslöschen, Natur vernichten, Fabriken bauen. Ja, so lässt sich's aushalten auf jeden Fall. Mhm. Natur, weg mit dir. Geht schon wieder los, wa? Leute. Mein Gott, wie schnell das auch immer voll wird hier, die Scheiße. Ich kann es jetzt schon nicht mehr sehen. So, wir müssen jetzt langsam an den Punkt sogar angekommen sein, wo wir die Kurve hinlegen müssen. Mal so ein bisschen Klippen sprengen hier. Na, passt das noch? Ah, locker. Ach komm, wenn wir schon mal dabei sind, weg mit dem Scheiß. Braucht keiner. Sehr gut. So, jetzt ist die Frage. Bestenfalls würde ich gerne hier dran vorbeifahren. So. Und dafür sind wir schon zu weit. Dachte ich mir. Das war gar kein Problem, weil ich glaube, dass der Strommast sogar an der richtigen Stelle steht. Sehen wir jetzt gleich. Das müsste natürlich so sein und nach oben gehen, ne? Ist ja klar. Dann natürlich einmal hier die ganzen Fließbänder hinsetzen, die bis auf 1 sogar gepasst haben. Sehr schön.
Der Strommast könnte sogar tatsächlich perfekt drin stehen, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott. Der steht perfekt. Ja, man muss auch manchmal Glück haben, ne? Bin ich ja ehrlich. Ja, sehr gut. Dann schauen wir uns das ganz kurz gleich einmal aus der Luft an, wenn wir es so ein bisschen platziert haben. Weil wir können es immer noch wieder abreißen, ist ja kein Problem jetzt. Ist ja kein Mehraufwand. Ach, Mehraufwand, weil ich hier mehr baue. Und, Entschuldigung. Und, naja. Ich denke mal, es wird schon passen. Und diese ganzen Klippen, ne? Ganz schlimm. Haben wir keine Fließbänder mehr? Kein einziges? Schon wieder leer? Seit wann? Also gerade eben erst, lol. Okay. Fand ich jetzt schon frech, ehrlich gesagt. Da müsst ihr wissen. Hm, das ist vielleicht nicht so smart. Ein bisschen Platz brauchen wir für Holz und Stein und Kohle und so ein Scheiß. Machen wir so. Wird schon passen. So, Frage. Wenn wir jetzt so weiterbauen, wo landen wir dann? Ungefähr hier. Bis da geht unsere Linie hin. Ah, ganz ehrlich, warum nicht? Oder einmal so eine gerade Linie hochsetzen. Erstmal angucken. Vielleicht ist es ja auch komplett scheiße und ich will das gar nicht so machen, wer weiß. Das ist jetzt nervig mit dem Wald. Was weiß der Wald bestimmt auch, dass er da scheiße steht. Stand übrigens auch nicht für den Vertrag drin. Eigentlich war abgemacht, dass du dich bitte verpissen sollst. Ich habe hier noch Platz, das habe ich ja voll vergessen, habe ich gerade noch gesehen. Tja, ja, aber jetzt brauche ich eine E. Kurz den Wald ein bisschen gerade machen, weil es soll ja nicht ganz scheiße aussehen, wenn ich ehrlich bin. So, weg damit. Zack. Und weiter bitte. Einmal schön nach oben fortschreiten. Ey. Immer diese Klippen, die hier überall in der Gegend rumgammeln. Was soll das denn? So, wie sieht das jetzt aus? Kann man machen, weil sonst müssten wir halt hier wieder gerade fahren, da wieder schräg. Wobei, es wäre sogar vielleicht sogar schon schöner gewesen, oder? Hier so gerade. Bis zum Stein, dann nach oben. Und da die Schräge dann bis hier hinbauen. Stückchen nach da und wieder nach oben. Ach, fuck, das ist schöner. Scheiße. Naja. Waren ja nur drei Wälder, die drunter leiden mussten. Ist ja nicht unser Problem. Muss die Natur wissen, ne? Hätte sie mir auch zuerst zeigen können, den Weg, ne? Natur, wenn du nicht zerstört werden willst, dann musst du halt dich auch ein bisschen bei meiner Arbeit beteiligen. Ich sag's dir, wie es ist, du. Wenn du nicht mithilfst, musst du halt mit den Konsequenzen leben und vernichtet werden. Ist hart und ärgerlich, aber... Naja, ist ja auch nicht mein Problem. So, bis wohin? Genau hier, wo ich jetzt gerade stehe. Optimal. Na dann, Kurve. So, dann machen wir hier natürlich jetzt gleich so ein Ding dahin. So ist, glaube ich, richtig. 1, 2, 3, 4, 5. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber die Fließbänder sind ja auf jeden Fall schon mal richtig. Das passt ja. So geht es ja nur noch um die Strommasten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Doch, kann man so machen tatsächlich, oder? Ja, kann man machen. So, noch kurz die ganzen Strommasten durchziehen. Wie so einen kleinen Joint, einfach durchziehen. Macht zwar gar keinen Sinn, aber ist egal. Apropos Joint, ich freue mich schon übelst auf GTA 6. So lange wird es ja nicht mehr sein, hoffe ich.
Ja, kann man so lassen, der fällt nicht auf. Gut. Na dann, Leute. Weiter im Text, habe ich gehört. Zack. Klippen müssen weg. Das sind wie Kramplätze, die müssen verdichtet sein. Mein Gott, wie viele Klippen gibt es denn hier? Ach du Scheiße. Gott. Alles weg. Boom muss das machen, Mann. Kurz die Roboter einsammeln. Oh, shit. Ah, ne, oh Gott sei Dank. Ich dachte ganz kurz, da fehlt einer. Und ich hätte irgendwo in der Landschaft oder so, so irgendwo so einen Roboter verloren. Naja. Wäre jetzt auch kein Weltuntergang gewesen. Wäre halt nur ein bisschen ärgerlich für den Roboter gewesen, ne? Weil der hätte dann ewig lang einfach mit hinterherfliegen müssen. Eigentlich wäre es witzig. Muss ich ehrlich zugeben. Ah, dieser komische Punkt, die sieht noch scheiße aus. Weg damit. Hey. Wir haben keinen Sprengstoff mehr. Nur am Meckern, die Arbeiter, Arbeitsleute hier. Das können wir ruhig so stehen lassen, ist okay. Wir wollen jetzt nicht die gesamte Natur vernichten, ne? Wir sind jetzt hier keine grauenhaften Monster. Na, wobei doch sind wir. Alles muss weg. Dum, dum, dum. Und gleich sind wir beim Stein. So, will ich direkt beim Stein die Kurve machen? Ja, ne, kann man machen. Dann einmal eine Kurve, bitte. So, warte. Zack. Und Fließbänder, was das Zeug hält. So, Strommast natürlich auch. Ist ja wohl klar. Das ist so grob in die Mitte. Wird schon passen. So. Passt. Sehr gut. Dann weiter am Text. Und der nächste Wald, der weggerissen werden muss. Naja. Sehr schade. Machst du nichts? Wenn du bist Naturteil, dann du bist Kaputteil. So. Passt jetzt nicht ganz so gut, weil wir jetzt hier so ein bisschen noch aufräumen müssen zum Rand. Nur so grob hier und da. Ah, wir wollen ja auch allen gerecht sein, ne? Und alle gleichmäßig abholzen. Wir wollen ja jetzt hier keinen Baum vernachlässigen oder so ein Scheiß. Ich meine, wo kämen wir denn da hin, ne? Das wäre ja Baumdiskrimination, wenn wir einfach nur den halben Wald abreißen. Ne, wenn du schon mit dem Genozid angefangen hast, musst du ihn auch zu Ende ziehen. Das wäre ja sonst einfach nicht fair den restlichen Leuten gegenüber. Man soll ja alle involvieren, ne? Gut, war anders gemeint, aber ist ja mal egal. Mein Gott, ey. Ach ja. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ah, jetzt kommen wir schön durch die Klippen hier durch. Oben und unten ist eine Klippe, aber das passt genau hier zwischen. Perfekt. Nochmal schön durchs Kupfer durch. Die zwei Bäume müssen weg, weil die stehen so komisch auf dem Kupfer rum. Das ist ja total unrealistisch und so. Da wollen wir der Natur ein bisschen aushelfen. Ne, wir stehen ja auch ein bisschen für Realismus hier. Da muss der Wald ein bisschen, zurücktreten hier. Schön. Wie so ein Politiker tritt zurück, weißt du? Zack. Noch mehr Gestrüpp hier im Weg. Mein Gott. Dass hier so viel Unkraut wächst, wusste ich gar nicht. Noch eine Klippe, die hier spontan durch die Gegend wandert. Meine Güte. Ah, Sprengstoff haben wir genug. Und wenn, holen wir uns doch eben einen ganz kurz neuen, ist ja egal. So, einmal den ganzen Abstand hier weg. Diese ganzen einzelnen Bäume können auch weg. Passt. Hier rechts ist noch so ein komisches kleines Stückchen.
War ein Stein. Wird auch eingesammelt. Alles schön wegsnacken hier. Jetzt sind wir gefährlich nah am Wasser. Das war aber auch... ich muss zugeben, ich glaube, es ist doch so schöner, als wenn wir da gerade hochgegangen wären, oder? Weil jetzt sind wir halt wirklich am Wasser dran. Das sah aber auf den ersten Blick, muss ich zugeben, nicht so aus, als wäre das jetzt wirklich so eine Schräge, die wir hier dran bauen können. Sondern ich hätte dann... Das war nämlich mein erster Gedanke, deswegen wollte ich das eigentlich nicht machen. Dass wir halt 10-mal links die Kurve machen müssen, so wie es gerade eben war. Und dann 10-mal wieder in die Schräge gehen müssen. Das ist immer so hin und her, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Deswegen wollte ich das direkt mit einer geraden... mit einer geraden Schräge, genau. Mit einem einzigen Wisch so wegmachen, aber... Naja. Passt jetzt ja anscheinend ganz gut. Mein Gott, manche Klippen sind aber auch echt hart, komm, wie ich, du. Alter Schwede, manche wollen es auch echt wissen. Hier, so ein Babybaum braucht keiner. Und die nächste Klippe, die sterben will. Ja, ich helfe dir gerne. Okay. So, jetzt ist die Frage, wie weit gehen wir? Bis hier und nochmal nach links? Ja, ne? Ja, tun wir. Aber erstmal müssen wir bauen. Und zwar ein ganz schönes Stück. Und hier ist schon wieder Ende. Meine Güte, Leute. Das wird ja regelrecht anstrengend mit euch. Oh mein Gott. So, alles voller Holz. Ekelhaft. So, mach Boom. Haben wir keinen Sprengstoff mehr? Naja. Will ich eben zurückgehen? Müsste ich eigentlich. Na, alleine wegen den Stationen, wenn ich ehrlich bin. Holz kurz wegbringen und so, weil da kommt auf jeden Fall noch ein, zwei Wälder unterwegs. Ja, dann gehen wir ganz kurz zu... Ist ja nicht zu fassen. Ist da noch so ein komisches, ekelhaftes Kackding drin. Huiuiuiuiui. Das ist eine Strecke, die wir jetzt wieder laufen müssen. Kann sich ja nur noch um Tage handeln. Boah, und wir hatten das hier mal alles freigekämpft. Guckt euch mal an, wie viele Nester hier sind oder gewesen sind. Einfach die ganzen Flächen hier, war ja wirklich überall nur Geschiss am Stehen. Boah, das waren so viele Folgen, ne? Ich schwör's euch, das war so viel Arbeit. Ach ja. Da ist sie ja, die Basis. Hallihallo, wie geht's denn so? Ich bin der Typ, der jetzt hier seine ganzen Sachen ausgeblendet hat, was sehr smart ist. Und erstmal alles hier reinklatscht. So, dann geben wir nochmal bitte das ganze Holz her. Erstmal kümmern wir uns um das ganze Stein. So, das Stein ist mal relativ einfach. Kohle ist auch einfach. Und dann Holz. Auf, nein, andersrum. Auf geht's, rein in die Kiste. That's what she said. Passt auch da. So. Einmal alles wieder eintüten. Das Ding hier ist wieder frei. Dann müssen wir erstmal ganz kurz Fließbänder wiederholen. So ein paar. Hier und so.